Er bildete den Höhepunkt dieser 19. Auslandsreise Papst Benedikt XVI. Der Festgottesdienst anlässlich des ersten nationalen Familientages im Hippodrom von Zagreb. 400.000 Menschen, zumeist Eltern mit ihren Kindern, jubelten dem katholischen Kirchenoberhaupt zu, dem das Thema Schutz von Ehe und Familie ein erklärtes Grundanliegen seines Pontifikates ist. Entsprechend deutlich wurde der Papst in seiner Predigt. Die auf der Ehe gegründete Familie sei immer stärker gefährdet, so Benedikt. Eine fortschreitende Säkularisierung in Europa führe zu ihrer Auflösung und damit auch zu einer Ausgrenzung Gottes aus der Gesellschaft. Denn schließlich seien vor allem die christlichen Familien die Keimzellen von Glaube, Erziehung und Verantwortungsbewusstsein. Insbesondere appellierte der Papst an die Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern zu beten und so laut Benedikt das Familienleben mit dem Licht des Glaubens zu erhellen. Zur großen Festmesse waren auch zahlreiche Gläubige aus den umliegenden Ländern angereist. Bereits an diesem Abend wird Papst Benedikt in Rom zurückerwartet. Nicht nur, weil Papst Benedikt den EU-Beitritt Kroatiens so prominent befürwortet hat, jubeln die Menschen dem römischen Pontifex zu. Etwas anderes ist mindestens genauso bedeutsam. Die päpstliche Anerkennung für eine vielfältige wie tief verwurzelte christliche Kultur, die die Kroaten gerade als EU-Mitglieder in einem, so Benedikt, rationalistischen Europa sehr selbstbewusst vertreten können. Auch das ist Balsam für die kroatische Seele.